Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir. Heute habe ich mir mal das Thema Fußrastenanlage hergeholt, weil das immer ein Riesenthema ist. Vor allem auf der Rennstrecke sehe ich das sehr oft, dass die Positionen von vielen Fahrern nur zum Teil richtig eingestellt sind, nicht individualisiert sind. Sehr interessantes Thema, bleibt dran nach dem Intro. Jetzt vergleichen wir mal so Fußrastanlagen von in dem Fall einer Aprilia RS V4. Mit einer exklusiveren oder einer viel besseren Fußrastanlage von Spider in dem Fall. Was denn die Unterschiede so ausmacht? Bei der Aprilia haben wir jetzt eigentlich schon zumindest den Weg vom Fuß, von der Fußlänge, wo ich einstellen kann, indem dass ich den vorderen Punkt, wo ich mit den Zehen quasi schalte, in dem Fall links, anhand von einem Exzenter verdrehen kann. Also das heißt, ich drehe den entweder nach oben, nach hinten, nach unten oder nach vorne und ich verlängere so den Weg. Also dann kann ich schon mindestens die Fußlängen ein wenig individualisieren und ich habe mehr Komfort, zumindest auf der Langstraße beim Schalten. So, nun ist es aber schon ziemlich begrenzt. Also das heißt, ich habe hier keine Möglichkeiten, meine Fußraste höher, tiefer, nach vorne oder nach hinten zu versetzen. Da ist es dann einfach so, dass der Komfort, dass das Motorradfahren dann darunter leidet, weil man einfach nicht richtig sitzt. Also wenn wir uns hier mal diese Fußrastanlage anschauen im Detail, was kann ich alles verstellen? Also ich kann die Fußlänge wieder einstellen, indem dass ich das Teil nach vorne oder nach hinten versetze. Ich kann meine Position meines Fußes nach vorne, nach hinten, nach oben oder nach unten einstellen. Dann kann ich noch einstellen, und zwar meine Schaltstange. In dem Fall habe ich zwei verschiedene Längen, wo ich positionieren kann, mit dem oberen oder mit dem unteren Loch. In der Summe haben wir jetzt verschiedenste Möglichkeiten, den Fuß optimal hier zu platzieren. Damit wir uns das mal genauer anschauen können, von was ich denn rede, ist am besten, wir schauen zum Motorrad und sehen uns das im eingebauten Zustand an. Wir sehen jetzt die Fußrastanlage im eingebauten Zustand und sehen uns dann gleich an, wie wir darauf stehen, positioniert am Motorrad sitzen. Was ich noch kurz erklären wollte bzw. darauf hinweisen wollte, ist Folgendes, und zwar meine Fußraste an und für sich, speziell jetzt bei der Spider. Die Fußrastanlage hat 5 aufrecht stehende Pins, Zacken, wo ich quasi mit meinen Fußballen dementsprechend mich einkrallen kann und somit Grip aufbaue, um die volle Kraft in die Fußraste, in das Fahrwerk, in den Rahmen einzuarbeiten. Und
Bei mir ist das ungefähr in einer Linie. Wenn ich hier die Achse verlängere, zum vorderen Punkt, wo ich den Schaltmechanismus auslöse. Hat den Vorteil, dass du wirklich immer auch in Schräglage, in extremer Schräglage oder dementsprechend beim Rausbeschleunigen, wo du wirklich Kraft nochmal einbauen musst ins Fahrwerk, dass du hier immer sehr gut positioniert bist. Ich sehe das meistens falsch eingestellt und ist nur so ein kleiner Optimierungsfaktor, der aber auch eine große Auswirkung hat, speziell wenn ich jetzt wirklich sehr schnell bin oder wenn ich jetzt wirklich extrem an meiner Kurventechnik arbeiten möchte und möchte quasi vom Material das Maximale rausholen. Jetzt sehen wir uns mal die Körperposition an, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Also, Sitzposition am Motorrad. Wie wir ja alle wissen, Faustregel, eine Faustbreit Abstand zwischen meinen Eiern in dem Fall und dem Tank. Gehe ich jetzt mal in meine Grundhaltung, wo ich sage, okay, so bin ich auf der Gerade, auf der Geraden beim Beschleunigen, so bin ich dann beim Anbremsen. Also prinzipiell stellt sich mir immer die Frage, wann fühle ich mich wohl und wie wohl sollte ich mich bei diesem Sport fühlen. Als Beispiel, wenn du ein Endurance-Fahrer bist und 2 Stunden Motorrad fahren musst, oder wenn du heute Rennen fährst über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann musst du dementsprechend sehr viel arbeiten. Also du brauchst Kraft, du brauchst Ausdauer. Und dafür ist es sehr wichtig, die Fußrastanlage speziell für dich, für den Einzelnen individuell einzustellen. Auf was müssen wir jetzt eigentlich achten? Ganz einfach erklärt, ich versuche eine Grundposition einzugehen, die für mich sich als angenehm beweist. Also angenehm sportlich. Ich bin ja auf der Rennstrecke unterwegs. Dann sollte ich darauf achten, dass mein Kniewinkel so positioniert ist, dass ich hier frei bin. Also wenn ich jetzt die Fußrastanlage höher stellen würde, in dem Fall stelle ich jetzt meinen Fuß einfach mal hier drauf, damit du das siehst, dann bin ich ja hier schon eingeengt. Auf der geraden Position. Jetzt gehe ich in die Kurve, also in dem Fall in die Linkskurve, positioniere mich ja mit der halben Arschbacke nach außen und mach auf. Was passiert? Der Kniewinkel wird noch spitzer und engt es die Adern ab. Also der Blutfluss ist hier nicht mehr gewährleistet. Wobei das Resultat ist, dass dann dementsprechend die Blutversorgung zum unteren Fußbereich nicht mehr gewährleistet ist und mir mein Fuß einschläft oder ich ein Taubheitsgefühl bekomme oder die Kraft nicht hundertprozentig einsetzen kann oder aber auch dementsprechend schneller ermüde. Und das wollen wir ja nicht. Also dann versuche ich mir jetzt mal anhand von der Position, die ich als angenehm sehe, dass ich hier mal achte, okay, ich fühle mich so gut drauf, also es fühlt sich gut an für mich, wie sieht es aus? Habe ich meinen Öffnungswinkel fast auf 90 Grad? Wie stehe ich mit meinem Fuß auf der Fußraste? Also ich sollte ja mit meinem Ballen auf der Fußraste sein, das sollten ungefähr 90 Grad sein, dann fühlt sich das angenehm an.
und du erreichst auch deine Werkzeuge, in dem Fall Schaltung, einwandfrei. Wenn du jetzt diese Linie einhältst, also hier 90 Grad ungefähr, ich habe da was vorbereitet, das sind circa 90 Grad, es ist auch wieder ein Richtwert, du musst verstehen, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind, wir haben unterschiedliche Oberschenkellänge, Unterschenkellänge und somit kannst du hier nicht pauschal sagen, okay, du benötigst jetzt hier 87 Grad, da 88 Grad und das ist optimal. Es ist einfach nur ein Richtwert, nicht falsch verstehen. So, wenn wir diese Linien dann treffen, also hier ca. 90 Grad und hier ca. 80, 85 Grad, dann haben wir diesen Wohlfühlkomfort, wo wir lange dementsprechend Motorrad fahren können. Ob ich wirklich in meiner eigenen Achse sitze, also das heißt, kann ich definitiv aus meinen Bewegungen heraus, wenn ich das Knie öffne, wenn ich sitze auf der Geraden, wenn ich bremse, kann ich da wirklich aus meiner eigenen Körperachse das maximale Gewicht auf die Fußraste bringen. Das kann ich ganz einfach überprüfen. In dem Fall habe ich mir jetzt eine Dübelstange geholt, um euch diese Linie, was ich meine, mit der eigenen Körperachse zu zeigen. Und zwar gehe ich jetzt hier auf die Mitte vom Fußraster und verlängere einfach diesen Weg. Das Ganze ausgerichtet auf 90 Grad. Dann sehe ich, okay, ich habe hier auf meinem Ballenaußenseite stehe ich drauf auf der Fußraste, ich gehe 90 Grad hoch und sehe hier, okay, da ist mein Beckenknochen, hier die Hüftpfanne und somit bin ich absolut mit meiner Körpermitte bzw. mit meiner Fußmitte in der Achse. Und das ist das Ausschlaggebende eigentlich, wo ich das Maximale rausholen kann. Zusammenfassen. Was ist wichtig? Erstens, die Sitzposition bzw. die Fußrastposition sich so einzustellen, dass man faustbreit vom Tank sitzen kann, sich sportlich wohlfühlt und dann überprüft, dass dieser Öffnungswinkel, der Knieschluss, dass ich Bewegungsspielraum habe, wenn ich mich aufdrehe in die Kurve, dann schnürt es mir hier nichts ab, also ich bin da offen, es ist mein Blutfluss gewährleistet, ich bringe maximal Druck drauf, ich schwäche mir selber meine Muskeln nicht. Mein Fuß zum Schienbein. Hier sollte ich darauf achten, dass ich ca. zwischen 85 und 90 Grad bin. Dann habe ich das auch in der angenehmen Haltung, wenn ich auf der Geraden fahre, wo ich mich entspannen kann, wo ich auch den Körper am Tank ablegen kann und kann mich quasi erholen und entspannt somit meinem Körper komplett. Und somit, wenn ich meinen Knieschluss und meinen Winkel, Fußwinkel zum Schienbein eingestellt habe, habe ich dann meinen Achspunkt in der Regel erwischt. Wenn ich mich aber nicht sicher fühle, dann checke ich das nochmal mit einer Dübelstange, ob ich hier in meiner Achse bin. Und wenn ich das sehe, okay, ich bin da in meiner Achse, dann habe ich mir die Fußrastanlage ordentlich eingestellt und ich bringe maximalen Druck ins Fahrwerk, maximalen Druck in den Rahmen. Ich kann arbeiten, ich kann mich von links nach rechts bewegen und das Ganze
ohne extrem höheren Aufwand als nötig. Und jetzt noch als entscheidender, wichtiger Punkt für die größeren Fahrer von euch da draußen: Wenn ihr an eure Einstellmöglichkeiten von euren Fußrastanlagen kommt, dann Tipp von mir, also ich mache ja mir meine Sitzpolster immer selber, auf mich maßgeschneidert, die könnt ihr dann verwenden, um euren Kniewinkel und euren Fußwinkel dementsprechend einzustellen, und zwar ganz einfach: Ihr polstert den Höcker auf, also ihr wandert quasi mit der Sitzfläche nach oben. Und wie ihr das seht, wenn ich jetzt nach oben wandere, verändern sich auch meine Winkel. Um euch das zu zeigen, wie das aussieht, ist jetzt hier mal so ein Reststück von meinen Sitzflächen. Und gehe höher. In dem Fall so. Dann kann ich sagen, okay, fühlt sich für mich besser an oder schlechter. Reicht mir das nicht? Doppel ich nochmal auf. Es ist ja egal, wie hoch du letztendlich sitzt. Natürlich, irgendwo ist es begrenzt. Aber hier kannst du locker zwischen 10 bis 40 mm konfigurieren, was in der Kombination mit einer vernünftigen einstellbaren Fußrastanlage, wie es jetzt hier zum Beispiel die Spider ist, du dir das wiederum individualisieren kannst, und dann will ich keine Ausreden mehr hören, dass man nicht optimal auf dem Motorrad sich positionieren kann oder wo ich nicht mit einem Motorrad klarkomme oder wie auch immer, weil es ist einfach nur eine Einstellmöglichkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du daraus vieles gelernt hast, würde ich es mir freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, ein Abo da lässt und es in den sozialen Medien einfach weiter verbreitest, damit alle da draußen maximale Freude, maximalen Spaß haben beim Vollgas geben. Also macht's gut, ciao!